Willkommen zurück. Einer neuen Aufnahmesession von Scum. Muss ich erstmal bei zahlreichen Kommentaren bedanken, ne? Die da gesagt haben, jo, du kannst doch deine Flaschen nehmen und Benzin von anderen Autos holen. Also von diesen Fahrzeugen, die man schlachten kann oder eben wieder zurecht machen kann. Oder war doch zur Tankstelle. Ja, da ich aber immer noch keine Karte habe, ne? Ist das schlecht mit Tankstellen suchen, aber ist okay. Ich meine, es mit den Flaschen, das werden wir auf alle Fälle probieren. Und dann kam noch ein Kommentar, oder das war derselbe Kommentator, der meinte, dass mein Säckchen, dass wenn ich sterbe, liegt ja was da, ne, zu einer gewissen Zeit. Und beim letzten Mal sterben hätte ich locker geschafft, was zu holen. So. Muss mal gucken, wo mein Panel ist. Oh, mein Panel ist hier, alles klar. Einmal drücken, läuft, alles klar, geht. So. Dann erstmal danke dafür, ne? Für die Hilfestellung. Das läuft auch noch, alles Juli. Zustechen, alles gut. Nünü. Drehen, geht auch. Nee, es gibt keine Controller-Unterstützung, ne? Habe ich jetzt geguckt bei Scum. Spiel doch hier mit Fire-Controllern, also das sind auch Controller. Naja, also bei Steam steht jedenfalls da keine Controller-Unterstützung, da wisst ihr auch nicht. Na gut, letztes Mal eine Schubkarre gefunden, jawohl. Und dann kommen noch Kommentare, du hast da unten so komische Hände, wieso, ja, die Hände sehe ich hier in der Brille nicht. Ja? Also die jetzt unten, glaube ich, unten rechts, ne? Die Hände da, die drei Stück, die da manchmal auftauchen, da, die sehe ich hier in der Brille gar nicht. Ja? Das ist quasi das Symbol, dass wenn du im normalen Spiel mit Maus und Tastatur eben spielst, wo du was benutzen kannst, Auto starten kannst, Türen öffnen kannst, das sehe ich ja nicht. Deswegen habe ich mit der Schubkarre ja so ein bisschen Probleme, da immer mal den Punkt zu treffen, dass er die Schubkarre auch einfach mal nimmt, ne? Ja, das ist eben so das Hauptproblem noch bei dem ganzen Systemgedöns. Also wie gesagt, die Benutzerhände sehe ich nicht. Nein, reinsetzen tut er sich ja, ne? Ja, so, jetzt würde ich wieder nein setzen, ne? Klar. Wollen wir aber nicht. Wollen wir so probieren. Ja, wie gesagt, das geht auch um Feier hier. Licht von hinten. Aber. Na gut. Haben wir da irgendwas schon drin in der Schubkarre, zufälligerweise? Nicht springen. Drehen musst du jetzt auch nicht unbedingt. Ne? Ist jetzt nicht so. So. Ne, ändere nicht. Wo ist das Inventar, Kollege? Rolle links? Ne, ne, Schuppen, Aktionen, ne. Ach, ich vergesse immer, dass das hier, ja. Entschuldigung, Entschuldigung, ich vergesse mal, dass das hier anders geht, dass ich hier Inventar und dann Schubkarre. Ja, alles gut, habe ich verstanden. So, dann machen wir auf die Schubkarre hier. Inventar. Na, ja. Ah, siehst du. Also leere Flaschen haben wir da jetzt aber nicht drin, da müssten wir mal oben gucken bei uns. Zu Hause quasi. Jetzt muss ich auch schon mal überlegen, wo bin ich denn hier überhaupt? Wo bin ich denn hier eigentlich hingelatscht? Ach, da oben ist die Kirche, okay. Also in die Richtung geht's nach Hause. Ah ja, alles klar. Das war doch da vorher mit dem Container, ne? Wo wir den Container gesucht haben und ich da nicht dran gekommen bin. Da waren wir quasi hier schon, aber da ja mal neu eingeloggt haben, sollte hier ja wieder Loot da sein, ne? Ja, also wenn man eine Weile nicht spielt, ne, dann muss man erstmal da gucken, wo war man hier überhaupt. Da ist nichts drin. Hier liegt auch nichts. Weiß gar nicht mal, wo haben wir die Schubkarre eigentlich gefunden? Das war da auch irgendwo, ne? Nur Müll. Na, das waren die Holzbretterchen, ja. Na, immer noch die Holzbretterchen. Ach so, okay, dann ist das scheint, dass ich es doch gemerkt, dass wir hier schon drin waren. Wie man sagt, da ist nichts drin.
Okay. Die Ohrstöpsel kannst du behalten. Dann würde ich mir zur Not in die Nase stecken, wenn die Nase läuft. Gut, wie sieht es mit Essen aus? Ist noch okay. Gut, naja, dann würde ich mal sagen, wir gehen erstmal nach Hause, gucken, ob wir leere Flaschen kriegen. Dann gehen wir nochmal in die Stadt. Da stand ja noch dieser rote Wolfswagen, ne? Naja, die Schubkarre nehmen wir die mit oder was? Oder willst du jetzt nicht? Was denkst du? Das ist immer noch so, weiß nicht, wo der Punkt ist. Sonst war es immer direkt auf den Knüppel gucken, ja, aber. Das setzt er sich wieder. Nein, nee, Kollege, du sollst die Schubkarre mitnehmen, Mann, das kann doch nicht so schwer sein, Junge. Einfach mal die zwei Hände in die Griffe stecken. Mann. Warte mal, jetzt hat er euch was angezeigt. Zweifel, da steht's da. Dann machen wir es doch lieber so. Ne? Das ist doch einfach, als ich hier den Punkt finde, dann machen wir es mal lieber so, ne? So. Mann, Mann, Mann. Wie gesagt, ist eben nur mal ein VR-Spiel. Das ist eben dann so. So wird bei mir eigentlich hier oben, wenn ich jetzt hier gucke, wird mir die Base eigentlich angezeigt. Ich habe doch eine Fahne hingemacht. Ja, da geht's nach Norden, das ist klar. Ich will aber wissen, wo meine Basis ist. Zeigt mir nicht an. Okay, alles klar, dann eben nicht. Dann halt nicht. Ganz schön wirklich Angelegenheit, ja. Ja. Kannst du nicht nachlaufen oder was? Du kannst mit der Schubkarre rennen. Mann. Also, auf Arbeit muss ich damit auch rennen. Dann eben halt. Ja, Was? Und dann gehst du schon fix und fertig wegen ein Stück Schubkarre. Da ist überhaupt nichts drinne. So, ja, wo waren jetzt eigentlich unser. Ging es hier überhaupt zu uns nach Hause? Ich wüsste keinen Plan mehr, wo wir hier waren. So, ruh dich auch schon mal aus. Ich meine, wir haben ja ein Auto, wir brauchen die Schubkarre ja eigentlich gar nicht, ne? Von der Sache her. Sollten wir ja eigentlich am Rand stehen lassen und sammeln dann ein, was wir brauchen. Ja, dann komm, dann machen wir das lieber so, dann sind wir ja Weihnachten noch nicht zu Hause. Ja, kurze Orientierung. Wenn ich mal ein Hochhaus sehen würde von der Stadt oder so, da wüsste ich ja ungefähr, wo wir hier sind, ne? Ja, nun. Nehmen wir lieber ja ein Stöckchen dahinter oder sowas, ne? Ich weiß nämlich nicht, was hier abgeht. Oh, da ist nämlich schon der erste. Ich hab's mir schon gedacht. Ja, nehmen wir den hier. Hallo. Immer ein bisschen zu langsam, Kollege. Sag mal, was ist denn heute? Schuss. Schön. Wieder Kopf, Oberarm und Bauch. Ne? Tja. Zack, und nochmal richtig hineingehackt. Mal gucken, was du Schönes dabei hast. Ich denke mal nichts. War klar, ne? Gucken wir hier nochmal kurz rein. Nur gucken. Nur gucken, nicht glotzen. Na toll, da liegt ein Zettel drin. Ist ja interessant. Vielleicht noch ein Zettel drin, ist noch hochinteressanter. Na, guck mal lieber schon mal nach, nicht dass die hier irgendwas heißt. Blutende Verletzung. Tja, Eichhuhl. Haben wir nicht dabei, zum Verbinden haben wir auch nicht dabei. Aber fehlt mir nicht irgendwas. Ach, wieso sind das jetzt alles, wieso ist denn der Koller jetzt ganz oben? Wie,
Das war das letzte Mal auch noch nicht, ne? Da war doch der Jacke ganz oben, oder nicht? Ja, ne? Ja, gut, okay. Gab ja ein Update. Gab ja ein Update, ne? Bims, was will ich mit Hausschuhen? Also Pantoffeln. So, hier liegt nichts, da liegt nichts, da auch nicht. Guck mal hier nochmal hin. Oh, hier Schrotten heißt das. Das ist Schrott. Ja gut, brauchen wir früher oder später ja auch. Papier lasse ich auch schon mal noch liegen. Wissen nicht, wie wichtig das hier ist. Oh, meine lieben Liebenden, ich gehe mal hinten rein. Nicht, was liegt hier oben? Genau. Ne, Tischdeckertenriss. Okay. Ja, schöne Werkbank hier, ne? Herrlich. Aha. Hat auch eine Dose. Wenn die Dose leer ist, ne? Die können wir ja leer machen, ne? Die müssen wir ja nicht trinken. Wir müssen nicht mehr trinken wollen. Ne, so war das doch. Nur da leer machen. Können wir Benzin einfüllen. Man muss den Finger einstecken, das Loch von der Büchse, ne, damit es nicht rausläuft. Oh, kann man die Glocke läuten hier oder so? Nee, ne? Kann man davor hauen? Okay. So, was Besonderes gab es jetzt hier nicht. Schade eigentlich, aber okay. Sonst hier nur gedämmelt. So, gut. Da hinten bestimmt der Ausgang, ne? Ach nee, Waschbecken. Ja, ich mein Klo. Kathedrale, Toilette. Ach, der Klopapier alle. Ja. In jedem Spiel ist auf dem Klo. Entweder gibt es gar kein Klopapier oder das Klopapier ist alle. Na, kann man hier eigentlich irgendwas Besonderes machen? Hier irgendwas, was man hier tun kann? Irgendwie so einen Grabstein wegschieben oder so? Nee, ne? Oder vielleicht noch hier einen Bunker finden. Friedhofsbunker. Gut, okay, dann haben wir hier wieder ab, würde ich sagen. Ne? Wenn ich jetzt nur wissen, welche Richtung, dann wäre ich ja schon mal. Oh, ne? Da steht auch schon wieder einer. So, also. Wir können doch im Grunde genommen nur hier gekommen sein, ne? Der Schubkarre hatte ich ja eigentlich noch so hingelegt, dass es wieder nach Hause geht, glaube ich. Jetzt muss ich auch mal gucken, jetzt habe ich hier nämlich noch was gesehen. Ist nur ein Felsen oder ist das nicht nur ein Felsen? Das ist nur ein Felsen. Da gibt's nichts. Also da ist schon wieder ein Zombie. Also ich mich wundert, ich habe ja noch nicht ein Tier gesehen. Ja. Haben die Tiere es hier nicht überlebt oder was ist da los? Huhn habe ich gesehen. Gut, okay, alles klar. Ich habe einen Huhn gesehen, ja. So, jetzt muss ich überlegen. Jetzt laufen wir hier erstmal einfach mal gerade durch. Ich weiß nämlich jetzt echt wirklich nicht mehr, wo wir hier sind. Ohne Karte ist eben, ne? Ohne Angelegenheit, so eine komische. Eigentlich könnten wir vom Internet eine nehmen, aber dann sehen wir ja nicht, wo wir direkt sind. Ne? Da könnten wir, ach, da hinten sind die Häuser, okay, da könnten wir vielleicht nur so erahnen, wo wir stecken. So, gut. Dann haben wir es ja auch schon wieder bis hierher geschafft. Wild. Da muss ich mir auch noch was überlegen. Nichts. Auch nichts. Ja. Nichts ist nicht viel, ne? Aber lieber nichts als gar nichts. Da ist unsere Hütte, ne? Mal gucken, ob überhaupt noch alles da ist, ne? Lalala. So. Dann müssen wir was essen. Na, ein bisschen Hunger und Durst hat er eigentlich, ne? Ja, dann lass mal gucken, ob hier Weintrauben da sind vielleicht. Ja, du solltest nicht hier hochklettern, ne? Du solltest hier eigentlich nur mal kurz hier rumschnüffeln.
Nicht. Nicht. Kann ich sein hier, hallo? Da frisst mir meine Weintrauben weg. Kann nicht wahr sein. War bestimmt der Juri hier, der Geizhold. Mit dem Treuerverteiler. Eine Weintrauben weggefressen. So, ja, schön. Hast du jetzt abgebrochen, du Zack? Okay. Also, ja, gib mir jetzt ein paar Weintrauben. Nicht. Dem Geschlecht, das schon am Abend ist, das ist bei Dunkeln, da seht ihr ja wieder nichts, aber. Essen. Yum, yum, yum. Die Nacht werde ich dann eben irgendwie so irgendwas machen. Ohne euren Wissens. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn er nicht steht, dass ich das aufnehme. Ne? Das ist, Nachtsichtbrille wäre da nicht verkehrt. Oder sowas. So, bist du endlich mal langsam satt? Eine essen wir, eine nehmen wir mit. Naja, gut, der steigt gerade noch. Gut. Das war klar. War noch klar. Am klarsten. Sehr interessant. Ja, nun. Da haben wir einen. 93%, na den kannst du gleich. Nein, zu wirbeln. Da gucken wir schon mal die ganzen Fahrzeuge, alles noch da ist. Nicht, dass irgendwas verschwunden ist hier nach dem. Und ich habe mir mal das eine Add-on gekauft. Mit den Fahrzeugen, mit den ganzen Mustern und so. Ne? Du hast denn die Tür eigentlich offen gelassen? Mach die mal zu. Das ist ja nicht toll hier. So. Gut, das rote Auto war da unten. Jetzt gucken wir noch schnell, ob wir irgendwo. Warte mal, lass uns erst mal gleich hier reingucken. Du solltest es nicht aufmachen, du solltest. Ja, ohne Benzin brauchst du, kannst du gleich wieder aussteigen. Ne? Das kannst du. Mach die Tür zu. Zum 100. Male. Nö. Hallo, ich wollte das Inventar. Vergesse ich immer wieder. Ja, das Inventar ist hier. Haben wir hier leere Büchsen? Oder leere Flaschen. Nicht so aus, ne? Mal ein bisschen Wein, aber das muss ja nicht sein mit dem Wein. So, hier unten ist nicht aus Versehen hingekommen. Okay. Mal hier drüben ins Auto. Tja, ist hier runtergefallen. So, Inventar öffnen. Hier hat man noch eine Büchse, die leer ist. Eine Cola. Okay, da könnte man vielleicht noch was einfüllen. Gehe ich mal von aus, dass das geht. Warum soll man dann nur im Flaschen was einfüllen können, wenn es in Cola auch geht? Achso, das ist mehr so. Das geht schon mal nicht. So, was haben wir noch hier? Ist noch eine Büchse? Die könnte man leer machen. Ne? Die kann man doch leer machen, ne? Wenn man die nicht mehr trinken kann. War das nicht? Trinken, prüfen, verschütten. Hallo. Genau, verschütten. Bitte die mal. Wirklich jetzt weggekippt? Toll. So nochmal trinken können. Naja, gut. So hätten wir schon mal zwei Büchsen zum Vollmachen. Ja, gab's ja nicht. Dann gucken wir drin nochmal in unsere Superkiste. So, hier dürften ja keine Zombies mehr spawnen, ne? Komisch, hier kannst du das Knöpfchen drücken, da geht's im Winter auf. Na gut, da hätten wir hier noch eine Büchse. Na, da kommen ein paar Literchen zusammen. Wenn das alles 500 Milliliter Dosen sind,
Dann ist ja gut. Alles dringend verschütten. Schön. Auf unsere Inventarkiste. Was der wieder klasse hingekriegt. Halt. So. Eine Bremsflüssigkeit brauchen wir vielleicht nochmal eventuell. Sehe ich jetzt hier noch irgendwo eine Büchse. Hier ist noch eine. Dann nehmen wir die noch mit. Ich weiß auch nicht, wie viel in so ein Auto drin ist, ne? Naja, gut, dann ist es dann unsere klebrige Inventarkiste. Schönes Zuckerwasser draufgeschüttet. So, hier hätten wir noch eine Flasche, aber 64% Limettenpreise. Was ist denn, wenn du die jetzt trinkst? Hast du da irgendwas dagegen, oder? Trinkt doch einfach mal alles. Ich muss das unbedingt, den Controller habe ich immer noch nicht eingestellt, Mann. Dass das sich mal abschaltet. Nach einer gewissen Zeit. Ja. Wieder was abbrechen müssen. Ja, noch nö, da nicht rum. Ja. Ach, zwar jetzt glaube ich nicht mehr so lecker mit den paar Potenten, was ist noch heute. Wie sieht's denn aus? Stärke haben wir 2,8, Konzentration 3,2. Intelligenz 2,7. Dann geht jetzt die Ausdauer runter, was ist los? Ach, hier wegen Magen. Jo, das ist gut. Gut, dass du selber aufgehört hast. Mann, ey, erschreck mich nicht so. Da habe ich schon gedacht, was ist denn jetzt? Kommt ein Zombie von hinten oder was? So, die ist auch leer. So, wenn da 20 Einheiten drin sind, dann müsste da doch, das ist bestimmt eine 1,5 Liter Flasche, ne? Oder 2 Liter, ne? Aber ich weiß nicht. Hätten wir hier nochmal eine leere Flasche. Also Benzin können wir ja jede Menge holen, wenn es welche gibt. So, hier hätten wir nämlich noch eine Dose. Könntest du eigentlich auch gleich mal verschütten. Naja, gut. So, da hätten wir eigentlich jetzt genug Zeug zum... So, das schmeißt du mal alles hier rein. Den Apfel kannst du von mir aus gleich essen. Na, schau, dass du immer noch nicht machen kannst, ne? Ich meine, den Apfel isst du doch nicht mit beiden Händen. Ich weiß nicht, wer so einen Apfel isst. Ist okay. Also ich beiß da rein. Ich tupf da nicht drin rum. Ja, als wenn er mal einen Stiel abzieht und einen Stiel in sich den Mund schiebt. Jetzt komm schon, ess schneller, Mann. Ist doch nur Apfel. So. Hätten wir noch eine Dose zur Not. Nur komm, dann ja, gleich verschütten. Müssten wir doch jede Menge Benzin reinzerren können, ne? Oder heimzerren können. Die Handschuhe ist da auch hier. Das Messer nehmen wir mit. Wieso ist denn das eigentlich jetzt alles so verschoben? Das Holz war da hin, das war doch eigentlich vorher. Ich meine, hier, die Jacke war da vorher ganz oben. Kann man sich einstellen oder was? Nee, ne? Kann man sich jetzt nicht sagen, ich will die Jacke da oben hin haben. Nee, geht nicht, ne? Nee. Ja, dann bist du auch nicht. So, weil normalerweise war da der Rucksack dann unter der Jacke, ne? Irgendwie, ach, ich weiß auch nicht mehr. So, und das Ding war da auch fast ganz unten. Wieso habe ich eigentlich zwei Messer mit? War doch nur eins. Oh, shitty, jetzt habe ich es leer gemacht. Naja, gut. Das ist kaputt hier. Haben wir noch ein Set? Eine Nadel hätten wir. Da fehlt uns wieder Faden, ne? Ja, immer dasselbe. Immer fehlt irgendwas. So, das war's. Was haben wir hier noch? Whisky. Whisky, weiß ich jetzt nicht. War da Whisky? Hier ist doch Faden. Ach nee, der reicht da nicht. Wir brauchen ja 12, ne? Und da sind nur noch 7 drauf. Gut. Da haben wir eigentlich jetzt alles. Brauche ich irgendwas, wenn ich das umfüllen will? Oder macht er das so hoch? Oder zieht er so an dem... Braucht man da einen Schlauch oder irgendwas? Ja, ich werde sehen. Ich werde sicher sehen, wie es geht. Ist alles schon leer. Ist auch schon leer. Gut, das hat er sich gemerkt hier scheinbar. Weil es hat auch immer mal gehießen, wenn du außen einloggst, ist das Inventar wieder da, ne? Gut, dann laufe ich schon mal da runter und wir sehen uns dann bei heiligen Tag wieder an der Stadt. Ich werde ja noch ein bisschen rumbobeln hier. Dann nochmal vielen Dank für die Kommentare, ne? Für die paar Tipps.
Weil ein bisschen was möchte ich schon selber noch rausfinden, aber das war eigentlich, ja. Warum, lehmst du dich da nicht, oder was? Na gut, hätte ja hinten rauskommen können, ne? Ach ja, stimmt, wir haben unten ja noch unsere Fahne. Das Blaue, was da unten leuchtet, ist ja eigentlich noch unsere Fahne, die in der Tiefgarage rumhängt, ne? Wo ich ja eigentlich auch einziehen wollte. Aber das können wir ja dann immer noch machen. Das würde mich mal noch interessieren, weil wie ist denn das jetzt, wenn die Fahne fertig gebaut ist? In dem Umkreis jetzt spawnt kein Zombie mehr, oder was? Hätten wir ja 1, 2, 3, ja 4 Häuser für uns. Wenn ich das so sehe. Hm? Oder ist das PvP, wisst schon. Ich gehe davon aus, dass da keine Zombies mehr spawnen. So wie bei 7 Days, ja. Gut, Leute. Danke ich euch wie immer fürs Zugucken. Ne? Ich werde das hier noch weitermachen. Da steht ja schon wieder ein Kerner. Nee, das ist ja gar keiner. Das ist ja ein kaputtes Auto. Ne? So, wo war denn jetzt der Wolfswagen? Wo war denn der? In welcher Richtung war der denn? War der nicht da hinten? Halt. Ich hab da was rumtappen, hör. Nimm mal hier was in der Hand. Ja, nehmen lieber den anderen in der Hand. Na ja, gut, kannst du den nehmen. Ich meine, mir heißt ja immerhin schneller. Ne? Aber jetzt eben ja was rumlaufen hören. Ein paar Tapsen gehört, aber da habe ich da meine gehört. Wo war denn der Kern? Da stand irgendwo ein roter Wolfswagen rum. Da wollte ich jetzt gucken, ob wir den Benzin rausklauen können. Nee, sollst du nicht gleich umdrehen? Nee, das ist aber da. Nee, hier ist er nicht. Ja, jetzt irgendwo stand ja noch ein Kern rum, das. Da steht auch keiner. Oder war das hier hinten in der Ecke? Naja, Leute, es geht bis gleich Schluss. Ich will nur gucken, wo der war, ne? Wenn irgendwo stand der. Oh, tja, das ist... Da steht er doch. Das muss er doch sein, ja, mit der Motorhaube offen. Gucken wir nicht, dass hier irgendwo ein Zombie rumschleicht. Sieht erstmal nicht so aus. Gut, Leute. Dann wie gesagt, danke fürs Zugucken. Das war das Schlusswort. Tschüss.